Hallo ihr Lieben, auf geht's zu einem neuen Video und zwar ein kleiner Haul. Ich sag betont, es ist ein kleiner Haul. Wenn ihr mehr sehen wollt, da folgt demnächst nochmal ein größerer Haul. Das wird auf jeden Fall ein Monolith-Shop-Haul sein und vielleicht noch etwas ganz anderes. Genau, das seht ihr auf jeden Fall ein andermal. Jetzt zeige ich euch erstmal nur Produkte, die ich gekauft hatte aus der Drogerie, als auch noch in einem Indie-Shop, Indie-Brand-Shop und so weiter. Also bleibt auf jeden Fall dran, wenn euch das interessiert. Auf geht's mit diesem Video. Sonnencreme von Pedi Protect. Die habe ich mir gekauft, weil, wer mich hier schon länger verfolgt, weiß, ich mag die voll gerne. Meine war leer, ich musste mir die mitnehmen. Die ist auch schon wieder in Gebrauch. Aber ich muss gestehen, ich glaube, ich muss bald schon wieder eine kaufen, weil ich benutze relativ viel davon. Und ja, ich finde die auf jeden Fall ganz gut, kann ich euch ans Herz legen. Aus der Drogerie. Außerdem habe ich in der Drogerie noch etwas nachgekauft. Eins habe ich beim letzten Haul vergessen euch zu zeigen. Und zwar ist das von Wild. Dieses Nachfüllpack von diesen, ja, von diesen Deo-Sticks quasi. Ich finde die qualitativ wirklich richtig gut. Ich finde die richtig gut. Aber ich muss gestehen, ich glaube, ich bin zu... Nun ja, ich mache es mir, glaube ich, sehr kompliziert mit diesem Nachfüllen dieser Teile. Ja, da muss ich noch mal ein bisschen dran üben, die wieder zueinander zu flicken, weil das ist ein Nachfüllpack. Das heißt, ihr bekommt das eine raus aus dem Behälter und müsst es nachfüllen. Aber irgendwie bin ich da irgendwie zu, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich will nicht sagen, ich bin so blöd, aber ich muss einfach noch mal genauer hinschauen, wie das funktioniert. In jedem Fall habe ich jetzt die Variante Fresh Cotton and Sea Salt ausgewählt. Ich finde die wirklich ganz toll, die duftet total frisch. Ihr seid den ganzen Tag gut duftend, auch wenn ihr in Schwitzen kommt. Ganz großartig, finde ich wirklich richtig gut. Ich werde demnächst auf jeden Fall wieder meine eigentlichen Deo-Cremes mal wieder nachbestellen. Das wollte ich eh schon lange, lange. Aber das hier ist eine gute Alternative, wenn ihr, ja, wenn ihr so etwas probieren wollt aus der Drogerie. Aus der Drogerie habe ich noch etwas gekauft, und zwar von Jean und Len. Eine Deo-Creme in der Variante Wasserlilie. Da freue ich mich sehr drauf. Das roch sehr frisch. Ich zeige euch das gleich. Muss aber dran riechen. Wow. Also es riecht wirklich super frisch, wie frisch gewaschen, frisch geduscht oder so. So würde ich es beschreiben. Hat mich total interessiert. Jetzt kriege ich das Ding nicht zu. So. Und zwar sieht das wie folgt aus. So sieht das aus. Das ist von Jean und Len. Wie gesagt, die Variante Wasserlilie riecht wirklich gut. Aber auch nicht zu extrem parfümiert oder so. Wirklich gut. Das sieht auch ein bisschen aus wie so ein, tja, wie soll ich es beschreiben? Wie so ein Mousse. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so sehen könnt. Es sieht aus wie ein Mousse, aber es ist gar kein Mousse. Beziehungsweise doch, es ist mousseig. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Aber ich werde es definitiv testen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, auch dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Meistens filme ich dann auf Instagram immer in der Story so ein Aufgebraucht und rede dann über diese Sachen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, wichtige Sachen, die ich aufgebraucht habe, definitiv auch hier auf YouTube immer in den Shorts zu zeigen, weil für den einen oder anderen könnte die ein oder andere Information da hilfreich sein. Also ja, eine Deo-Creme. Ich hoffe, sie begeistert mich. Ich habe neulich eine getestet, die begeistert mich gar nicht, auch aus der Drogerie. Aber dazu erfahrt ihr sicherlich irgendwann mehr, wenn ich das aufgebraucht bekomme. Aber ja, das hier habe ich noch nicht getestet. Wenn ihr das schon getestet habt, dann schreibt mir das unbedingt mal. Dann habe ich noch etwas gekauft. Das muss ich gestehen, habe ich schon total vergessen, was ich da gekauft habe. Und zwar ist es auch hier wieder ohne Aluminium und ohne Alkohol. Ich freue mich sehr darauf. Das ist ein Deo-Balsam, auch von Jean und Len. Und zwar, das ist Rosemary Ginger, also Rosmarin und Ingwer. Sensitive Pflege, vegan, zuverlässiger Schutz, 24 Stunden. Habt ihr vielleicht schon gesehen, so sieht das aus. Wirklich eine schöne Glasflasche quasi. Also erster Eindruck auf jeden Fall richtig, richtig gut. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ja, ich möchte es auf jeden Fall ausprobieren. Und der Duft, wow, ist so ein bisschen, ich muss gestehen, ich muss sagen, also ich muss mal eben so ein bisschen dran schnüffeln. Mhm. Ja, also ich finde, es riecht definitiv etwas männlich. Also, ja, es riecht männlich, dieser Duft. Also Rosmarin und Ginger. Also Ingwer. Ja, also ich finde, das hat ein bisschen was Männliches. Aber ich muss gestehen, ich mag solche Düfte. Ja, ich mag männliche Düfte.
Und irgendwie hat's was. Also ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das dann letztlich von der Wirkung ist, ob das halt auch wirklich was bringt. Auch wenn man schwitzt, dass man nicht unangenehm riecht. Weil das kann durchaus trotzdem immer mal passieren, gerade wenn es ohne Aluminium ist, aber immer noch gesünder ohne Aluminium. Deshalb, also ich bin sehr gespannt. Auch da, wenn ihr das hier getestet habt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Dann war ich bei Müller. Ja, ich war in der Müller-Drogerie. Wer von euch kennt Müller? Ihr geht da bestimmt auch gerne hin, hoffe ich. Wenn ihr einen Müller da habt, geht auf jeden Fall rein. Ich finde, Müller hat manchmal so Sachen, die bekommt man nur bei Müller gefühlt. Also als Drogerie haben die wirklich interessante Sachen. Gerade vor allem in der Skin-Branche, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich mir von Cartier Paris die rosa Heilerde-Maske nachgekauft. Die soll beruhigen und ist mit Leinsamextrakt und die ist für empfindliche Haut. Ich finde die richtig gut und die macht wirklich was. Und ich finde auch, die macht etwas, wenn ich merke, ich kriege irgendwie Pickelchen und die habe ich ja nun mal. Die werde ich definitiv jetzt auch bald wieder auftragen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich glaube, ich habe die sogar schon einmal kurz benutzt gehabt, als ich das gemerkt habe. Da musste ich die aus meinem Beutel rausnehmen, weil ich gedacht habe, ich brauche sie. Das ist meine Retter in der Not bei Pickelchen. Ja, die ist wirklich sehr effektiv. Wie gesagt, ist ja auch Heilerde. Heilerde ist ja besonders gut, gerade wenn man so ein bisschen zu Pickeln neigt, so wie ich halt. Ja, werde ich auf jeden Fall jetzt wieder häufiger benutzen. Mag ich richtig, richtig, richtig gerne. Müller noch etwas gekauft. Ich dachte, wow, was ist das denn? Das ist nämlich eine Marke, die wollte ich schon lange testen, aber bisher hat mich da nicht so richtig was angesprochen. Und ihr merkt, ich habe ganz schön viele Pflegesachen gekauft, in dem Fall Deo-Cremes. Ich rede von der Marke, ich weiß gar nicht, wo steht denn eigentlich der Name hier? Das ist I+M Naturkosmetik. I+M Naturkosmetik. Das ist die Sensitive Care Deo-Creme, die ist natronfrei und die ist mit Magnesium und Zink ausgerichtet. Die ist sogar ohne Parfum, genau deshalb hatte ich sie mir mitgenommen und ohne Aluminium auch. Ich freue mich so. Und die ist mit Biomandelöl, pflegt empfindliche Achselhaut, neutralisiert selbst entstandenen Körpergeruch. Erbsengröße Menge verwenden, ja, das werde ich tun. Ja, hochinteressant, hochinteressantes Döschen habe ich gefunden. Und habe gedacht, da steht mich immer so ein Plus drauf. Da habe ich das wiedererkannt und dachte, ach, da stand ich schon ganz oft davor, habe es mir aber nie mitgenommen. Und dieses Mal habe ich gedacht, jetzt teste ich es. Und das auch noch parfumfrei, richtig gut. Und ja, und ohne Aluminium sowieso immer viel, viel besser als diese mit Aluminium versetzten. Ich rieche jetzt nichts. Es ist auch noch verpackt. Also da sieht man halt auch noch nichts. Ich kann es auch einfach mal aufmachen. Das mache ich jetzt einfach mal, weil ich bin neugierig. Oh ja. Ja, also es ist wirklich neutral. Vielleicht erkennt ihr das so ein bisschen. Das sieht auch sehr mousig, cremig aus, aber eher cremig, würde ich sagen. Ich freue mich total auf das Testen und ich hoffe so, ja, dass das definitiv ja, gut hält. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, bei Deo-Cremes oder Deo-Sticks das definitiv abends aufzutragen, damit es tagsüber die Wirkung besser entfachen kann. Ich habe das früher auch immer morgens gemacht. Manchmal mache ich das auch noch morgens, wenn ich es vergessen habe, abends aufzutragen. Aber effektiver ist es halt wirklich abends. Vor allem kann es besser einziehen in die Haut und ihr habt hinterher nicht so dieses Weißeln, also unter den Achseln. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man das abends aufträgt, dann weißelt das vielleicht nicht auf dem T-Shirt oder irgendwas. Also das finde ich immer ein bisschen angenehmer. Ja. Wenn ihr diese Marke hier schon mal ausprobiert habt, dieses I+M Naturkosmetik, dann ja, lasst es mich super gerne wissen. Ich bin da sehr neugierig und gespannt drauf. Dann habe ich tatsächlich noch etwas bei Rossmann gekauft. Wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, habe ich völlig vergessen. Und zwar von Riva Loves Me habe ich die Meditude Long Lasting Lip Kits mitgenommen. Einmal in der Variante 05 oh Gott, Desirable und die 04 Urbanized. Ups. So sieht das hier aus. Ihr kennt das bestimmt auch, denke ich, hoffe ich. Ihr habt das bestimmt schon mal irgendwo bei Rossmann entdeckt. Und da ist ja, wie gesagt, so ein Lip Liner drin und das entsprechende Lippenprodukt. Ich glaube, ich werde mal eins aufmachen. Ich mache mal, obwohl, nee, ich mache mal 05 Desirable auf. Also, ich finde, das sieht deutlich dunkler aus als auf der Verpackung, aber okay. Ja, oh, ein sehr spitzer Lip Liner.
Seht ihr das? Ja, sehr, sehr spitz. Da freue ich mich drauf. Und ein matter Liquid Lipstick. Mal sehen, wie der. Ja, sieht sehr gut aus. Also das ist auch relativ bekannt bei ganz vielen. Auch immer gut geshoppt, sage ich mal. Ich habe das noch nie probiert. Ich habe jetzt gedacht, okay, komm, probier doch mal matte Sachen mehr aus. Und ja, also bin gespannt auf diese Produkte. Ob das wirklich so gut ist, wie viele von euch vielleicht auch tatsächlich schon gesagt haben. Ich bin gespannt. Dann hatte ich bei Müller noch etwas entdeckt und ich dachte, okay, da kann ich definitiv nicht dran vorbeigehen. Ich weiß, ich glaube Silvia von Frostesli, ich weiß gar nicht, Silvia heißt du hier auf YouTube auch so, ich habe es vergessen, es tut mir leid. Auf jeden Fall, Silvia kennt ihr bestimmt. Silvia geht jeden Morgen, ich glaube 9 Uhr live immer. Silvia macht auch ganz viel Content und so, schaut auf jeden Fall vorbei. Und Silvia hat diese Teile getestet und zwar rede ich von diesen Meta Glow Duo Chrome Eye Pencils. Diese hier. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt oder nicht. Also das ist, wie gesagt, Duochrom, sieht sehr gut aus, ist neu ins Sortiment von Essence gezogen. Und ich werde euch das auf jeden Fall mal hier, ja, swatchen. Blende ich euch dann auf jeden Fall gleich ein. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf diese Teile, weil ich glaube, das kann man im Alltag ganz gut benutzen. Die sind halt sehr soft, ist mir aufgefallen. Die sind wirklich sehr soft. Aber ich muss gestehen, ich mag das. Also gerade wenn man dann noch so einen entsprechenden Look trägt, sieht das klasse aus. Oh ja, und den Shift sehe ich jetzt. Ich hoffe, ich kriege das so vermittelt, dass ihr das auch sehen könnt. Wenn nicht, muss ich es euch mal einzeln einblenden. Sollte es hier so gar nicht der Fall sein, blende ich euch das hier nochmal getrennt ein. Ja, aber es shiftet auf jeden Fall. Für mich shiftet es. Ich hoffe, bei euch shiftet es hier auch. Ja, also ich finde es schön. Die Farben sind toll. Die sind, wie gesagt, sehr zart. Ja, aber zarte Farben sind halt schön. Und ich werde die versuchen, auf jeden Fall auf der Wasserlinie dann aufzutragen. Ihr seht, ich bin heute noch nicht so dolle geschminkt, weil ich habe gleich noch vor, ein Make-up, also ein Eye-Make-up-Tutorial zu filmen. Aber eher für die Shorts und für die Reels. Genau. Und ja, theoretisch könnte ich davon direkt was ausprobieren. Mal sehen, vielleicht mache ich das sogar. Auf jeden Fall freue ich mich da tierisch drauf auf diese Teile hier. Also wie gesagt, wenn ihr die kennt, dann schreibt mir mal auch, was eure Meinung dazu ist. Findet ihr die auch zu soft oder findet ihr, die sind den Preis wert? Ich weiß es nicht. Ich kann es nur testen. Ich hoffe, wie gesagt, es hält gut auf der Wasserlinie. Das ist mir persönlich immer wichtig. Und wenn das nicht dem so ist, kaufe ich die halt nicht mehr nach. Aber ich benutze sie dann halt am unteren Wimpernkranz oder so. Das geht ja auch. Als nächstes zeige ich euch von Müller. Was habe ich noch bei Müller gekauft? Auch wieder ein sehr beliebtes Produkt tatsächlich. Und zwar der Essence Meta Glow Highlighter. Den habt ihr schon überall wahrscheinlich gesehen. Also ich zeige euch hier wahrscheinlich nichts Neues. Der ist aber wirklich hübsch. Der soll so ein lila Shift haben. Und ja, ich finde, ich habe den bisher auch nur mir einmal so richtig angeschaut und das sah wirklich toll aus. Wirklich, wirklich hübsch. Ja, ich denke, das sieht man auch annähernd, dass der so toll shiftet. Aber wie gesagt, ihr habt den bestimmt schon irgendwo gesehen. Ich werde euch den jetzt einmal trotzdem swatchen. Ja, also die Textur ist toll. Ihr seht es, denke ich mal, dass ihr es seht. Ich swatche mir den jetzt einfach mal in die Handinnenfläche. So. Ja, vielleicht könnt ihr das erkennen. I hope so. Ja, wirklich, wirklich schön, ne? Also ich finde, das ist toll. Ich glaube auch soft aufgetragen sieht er toll aus. Beziehungsweise ich habe ihn jetzt schon aufgetragen. Beziehungsweise, nee, den habe ich nicht aufgetragen. Ich rede von Catrice. Den hatte ich nämlich schon aufgetragen. Den hier jetzt noch nicht. Auch hier bin ich wieder sehr, sehr gespannt. Ja, musste ich mir mitnehmen. Sah einfach wirklich ganz gut aus. Ja. Und ich finde schön, dass es so ein bisschen bei Catrice und so und auch bei Essence angekommen ist jetzt, ne, so ein paar Duochrom-Sachen rauszubringen. Wenn es schon nicht Multichrom ist, dann auf jeden Fall Duochrom. Und ja, ich finde, die üben sich darin ganz gut, zum kleinen Preis halt auch was Besonderes herzustellen. Und das freut mich. Von einer Marke, die habe ich euch hier und da bei meinen Haul-Videos definitiv schon gezeigt. Und zwar rede ich von der Marke Green Darling. Und zwar von diesen beiden Menschen. Ich habe hier so ein Zettelchen. Da könnt ihr die beiden erkennen. Das ist auf jeden Fall Manuel und seine Frau. Ach, die Dame. Ich habe ihren Namen vergessen. Auf jeden Fall, das ist Manuel. Und die haben die Marke, also es ist ein Pärchen. Und die beiden haben die Marke Green Darling gegründet. Im wunderschönen Bayern, wenn ich mich nicht täusche.
Und ja, eine tolle Marke. Die haben da wirklich tolle Standards, sage ich mal. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich bin durch Instagram bin ich aufmerksam geworden auf die Marke. Und das eine Produkt habe ich hier sogar noch drin. Ja, das eine habe ich drin, das andere habe ich schon rausgenommen, weil ich es gebraucht habe. Und zwar will ich von diesen Teilen hier. Wie gesagt, von Green Darling habe ich mir einmal dieses Bakyol, also diese Bakyol-Creme geholt. Die nutze ich immer abends. Und diese Hyaluron-Creme, die nutze ich immer tags. Plus noch das Hyaluron-Serum. Ja, und diese Produkte finde ich wirklich super, super klasse. Ich komme super damit aus und klar. Ich zeige euch einfach der Vollständigkeit halber einfach mal dieses Fläschchen. So sieht jetzt diese Gesichtscreme aus. Ihr habt das garantiert schon mal bei mir gesehen. Also wie gesagt, ich schwöre auf diese Gesichtscremes von Green Darling. Und ja, also ich mag die wirklich super, super gerne. Habe ich mir schon öfters nachgekauft. Die haben auch immer wieder Rabatte. Ich glaube, die planen auch gerade so eine Kennenlernaktion. Vielleicht ist bis dahin diese Kennenlernaktion da. Das wäre natürlich toll. Dann würde ich mir direkt wieder was nachbestellen, weil wie gesagt, ich liebe diese Produkte und ich finde, die Fläschchen sehen halt auch richtig, richtig schick aus. Also ja. Dann war ich noch bei Kiko. Ich will immer sagen Kik. Nein, ich meine Kiko. Ich war bei Kiko und bei Kiko bin ich fündig geworden, denn ich finde, Kiko hat manchmal einfach sehr interessante Produkte und die hatten so ein paar Sachen aus der alten Kollektion, die mich noch interessiert hatten. Also ein Produkt besonders. Das habe ich mir mitgenommen. Und zwar rede ich von einem Liquid Highlighter. Wow. Und allein das Packaging ist wunderschön. Schaut mal, sieht doch toll aus, oder? Also ich konnte da nicht so richtig dran vorbeigehen. Also ich habe dann auch geguckt, wie die Farbe so ist. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das zeige ich euch jetzt mal, wie das dann ausgepackt aussieht. Also es ist ein sehr schlichtes. Ja. Verpackung fällt runter. Also ein sehr schlichtes Design, was ich aber persönlich sehr gut finde. Ja, vielleicht mögt ihr das auch. Also ich finde das wirklich sehr schick. Das ist Stella Love Radiant Liquid Highlighter und das ist die Farbe 01. Und die werde ich euch jetzt mal swatchen. Und ich habe das dort vor Ort bei Kiko aufgetragen und das mache ich jetzt mal mit euch. Wow. Und ja, ich habe sofort wieder diesen kühlenden Effekt. Ich finde das faszinierend. Ich weiß nicht, warum dieser Effekt so extrem kühlend ist. Finde ich aber super angenehm. Und diesen Farbton mal wieder zumachen hier. Sieht jetzt sehr schlicht aus. Also ja, dank der Beleuchtung sieht man wahrscheinlich diesen tollen Effekt noch. Aber eigentlich ist es wirklich recht schlicht und einfach super was, glaube ich, eher so für Alltagslooks, ne? Und bin halt die ganze Zeit noch auf der Suche nach einem tollen Highlighter, der sich so gut einarbeiten lässt und nicht so aufträgt. Und ich glaube, da habe ich hier das entsprechende auch gefunden. Und ja, macht einen guten Eindruck. Und ich glaube, das kann ich super mit Creme Bronzer und Creme Blush auftragen. Und das wirkt bestimmt ganz harmonisch miteinander. Also ich hoffe es. Also mir gefällt das wirklich sehr gut. Es ist jetzt wirklich sehr dünn aufgetragen. Aber ich freue mich und das hat wirklich einen kühlenden Effekt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich mag es voll gerne. Wenn ihr diese Liquid Highlighter vielleicht euch gekauft habt, warum auch immer, schreibt mir das auch gerne mal, weil ich wüsste das wirklich gerne, weil ich finde die wirklich super schön. Und ich hoffe einfach, dass die gut, ja, in diese Haut aufgetragen werden, ohne dass das so aufgetragen aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, bei Liquid Highlightern ist es manchmal so, dass das hinterher, also gerade wenn man vielleicht doch nochmal mit Puderprodukten arbeitet, einfach nicht mehr so richtig sichtbar ist. Das verliert sich dann ganz oft, was ich super schade finde. Oder auch mit Cremengeschichten selbst sieht das oft bei Liquid Highlightern, bei mir zumindest irgendwie immer so extrem trocken aus. Das finde ich so schade. Ja, und deshalb, ich bin echt gespannt, ob Kiko das gut, ja, gut umgesetzt hat. Dann habe ich noch was bei Kiko mitgenommen. Und ihr könnt es eventuell erahnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr es erahnen. Ich habe mir da was mitgenommen. Was so wunderschön ist. Ich sage es euch, wunderschön. Also ich fand es wunderschön. Es ist auch ein bisschen kitschig, aber ich finde, es ist schöner Kitsch. Sehr schöner Kitsch. Ja, ich habe mir aus der aktuellen Kollektion von Kiko etwas mitgenommen. Da kam ich einfach nicht drum rum. Also ich war einmal drin, ich war zweimal drin bei Kiko und ich habe beim dritten Mal gesagt, jetzt kaufe ich es. Jetzt kaufe ich es. Dann war es vorbei. Und zwar rede ich von diesen wunderschönen Paletten. Oh Gott, ich lasse es fallen, Leute. Ich lasse es fallen. Ich rede von diesen wunderschönen, wirklich diese wunderschönen Paletten. Die musste ich mir mitnehmen. Es sieht so schön aus. Das ist jetzt nur die Umverpackung. Aber ich sag's euch,
Selbst die richtige Verpackung, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Ich packe euch die kurz aus, um euch die zu zeigen. Also zuerst zeige ich euch diese hier. Ich glaube, die wird auch am beliebtesten sein, denke ich mal. Ach, schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön? Also ich finde es wirklich beachtlich. Wunderschöne Verpackung. Erinnert mich an eine Marke, die mir wieder nicht einfällt. Naja, auf jeden Fall, ich finde es richtig schön. Ich finde es richtig, richtig hübsch. Tolle Qualität und tolles Packaging. Ist auch nicht so Plastik irgendwie. Also man hat das Gefühl, dass es hochwertiger ist. Dann zeige ich euch das mal. Ich weiß gar nicht genau, die Palette kommt hier mit dem Spiegel. Das sind die Farben. Sind die nicht ein Traum? Also ich finde die wirklich schön. Das ist eine schöne, softe Frühlingspalette. Klar, die schreien, also die Farben schreien jetzt hier nicht Juhu, aber sie sind da. Und ich finde, das ist einfach eine wunderschöne Palette. Wenn man ein bisschen Farbe möchte, aber eben nicht viel Zeit hat, das schnell gehen muss, dann ist das so eine tolle Palette. Also wirklich ganz, ganz großartig. Ich finde, fand die Farben so schön. Das Grün da drin toll, das Lila da drin. Das ist für mich dann halt auch so schön pastellig und frühlingshaft. Bräunliche Töne sind natürlich auch mit bei. Ja, und dieses weißliche Tönchen da drin, ist einfach, das hat so einen grünen Shift. Richtig hübsch. Ich werde dazu auf jeden Fall Eye-Make-up-Tutorials filmen, definitiv. Ich werde euch damit meinen persönlichen Signature-Look auf jeden Fall noch zeigen. Da habe ich total Lust drauf und ja, kann euch die Paletten ans Herz legen. Die sind wirklich sehr schön. Ich glaube, die kamen 22,99 €, also relativ teuer. Das ist übrigens die Variante, die ich habe, 02 Free Spirit. Auf der Umverpackung muss ich echt nochmal gucken. Da stand meines Erachtens was anderes drauf. Die 02. Das ist echt merkwürdig, weil hier steht, auf dieser Umverpackung steht hier oben 02 Green Serenade und auf der eigentlichen Verpackung steht 02 Free Spirit. Free Spirit. Ja. Egal. Ich finde sie sehr hübsch. Schaut auf jeden Fall zu Kiko, wenn euch diese Art der Paletten interessieren. Ja, ich fand es so ansprechend. Wirklich, ich fand es wunderschön. Jetzt zeige ich euch noch die andere Palette dazu. So, die nächste Palette sieht so aus. Schaut mal, auch wunderschön gemacht. Also ich finde diese Details da drauf so schön. Da hat man direkt Lust auf Frühling, auf Farbe, auf... Ja, also es sieht einfach wirklich hübsch aus. Was sagt ihr? Also mir gefällt es sehr gut. Wie gesagt, ich finde diese Verpackung einfach richtig hochwertig. Also ich finde es großartig. Also was sagt ihr? Findet ihr auch hübsch oder sagt ihr, oh Gott, kitschig, zu kitschig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die auch einen richtig tollen Spiegel, muss ich ja mal sagen. Aber auch den versuche ich mal hier zu verdecken. Und das sind jetzt tatsächlich sehr neutrale Farben, ne? Ich glaube, Jenny, du meintest, die sehen aus wie Huda-Paletten. Ja, es sieht definitiv aus wie Huda. Definitiv. Ich hoffe, die Qualität ist auch entsprechend gut. Ich hoffe das Beste, weil ich habe lange keine Kiko-Lidschatten mehr ausprobiert. Ich glaube, ich hatte bisher auch immer nur so, ja, Einzellidschatten. Von daher, schauen wir mal. Aber sehr neutrale Farben. Sehr neutrale Farben. Aber auch da, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ich hätte jetzt auf diese Palette am ehesten verzichten können, aber es sah einfach so hübsch aus. Ja, Packaging einfach richtig schön. Und das ist der Farb, also die Palette heißt 01 Piece of My Earth. Ja, sehr, sehr hübsch. Genau. Und hier steht Piece of My Earth. Also hier passt es mit dieser Umverpackung. Aber bei der anderen steht tatsächlich was anderes. Naja, ich weiß es nicht, warum das passiert. Auf jeden Fall wunderschöne Paletten. Also ich konnte nicht vorbeigehen. Habe, das interessiert wahrscheinlich die meisten unter euch, denke ich mal, aus diesem Video. Und zwar rede ich von einer Indie-Marke namens Owen's Eye und ihr könnt euch denken, was ich bestellt habe. Nun ja, was soll ich sagen? Ich mag Owen's Eye. Ich finde, die haben immer eine sehr solide Qualität. Also ich kaufe dort eigentlich immer sehr gerne ein. Und ja, es gab neue Paletten. Ich habe alle drei Paletten gekauft. Ich blende euch alles ein, was ich habe. Ich hoffe, es passt irgendwie hier mit dem Ganzen, ansonsten blende ich das euch Fullface-mäßig ein. Mal sehen. Auf jeden Fall kommt das wieder mit einem super hübschen Paket daher. Das macht sofort irgendwie den Eindruck von, oh, das sieht großartig aus. Ich finde diese Kartons generell von Owen's Eye super, super, super schön. Die kann man auch gut sich hinstellen und so weiter. Das sieht einfach klasse aus. Außerdem kam dazu noch ein Tuch. Also ich hatte so ein Seidentuch dabei. Von der einen Influencerin bzw. Creatorin,
mit dabei und sieht auch wunderschön aus. Auch das blende ich euch natürlich ein. Und ja, ganz toll. Es war ein Tuch dabei. Ich weiß nicht, warum es ein Tuch nur in Anführungsstrichen war. Keine Ahnung. Ja, aber ich fand es sehr, sehr hübsch. Dann gab es noch so eine komischen Teile. Damit kann ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Das sind so eine Dinger, so eine Anhänger, die kann man sich irgendwie an Schlüsselbund machen oder so. Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt dabei gehabt. Ich weiß auch noch nicht, was ich damit anstellen soll. Auf jeden Fall, die habe ich halt auch mit dazu gekriegt. Und ja, und jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Zu den wunderschönen Paletten. Ja, ich bin fasziniert von diesen ganz großartigen Paletten. Also ich habe alle drei Paletten gekauft, weil ich wollte alle haben. Ich habe erst gedacht, okay, bestelle ich nur die von Annette oder bestelle ich alle? Und dann habe ich gedacht, nee, ich muss, glaube ich, alle haben, um wirklich für mich dann sagen zu können, dass es etwas Gutes ist oder eben nicht so gut. Und deshalb habe ich gedacht, nee, ich bestelle lieber alle. Dementsprechend habe ich alle bestellt. Ich zeige euch jetzt aber zuerst hier auch nochmal die Paletten. Das ist die Palette von Annettes Make-up Corner. Sie ist sehr bekannt. Ich glaube, die kennt ihr alle. Hoffe ich, dass ihr sie kennt. Die ist wirklich, oh, diese Palette ist einfach ein Träumchen. So schön, so wunderschön. Und zwar heißt die Palette Mighty Monster. Und sie selber heißt Annette Oprestat. Oprestat. Ja, ich glaube, sie kommt aus Norwegen. Ich glaube, sie kam aus Norwegen. Genau, und die Palette heißt Mighty Monster. Finde ich unglaublich hübsch. Also ihr sicherlich auch. Ich finde diese Schlange ganz toll gemacht. Und sie selber sieht halt auch echt sehr originalgetreu aus, was ich toll finde. Sehr, sehr hübsch. Und der Inhalt natürlich, den enthalte ich euch nicht hier vor. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Ihr habt auch immer einen Spiegel mit bei. Und ich gucke mal, dass ich das irgendwie so mache, dass ihr den Spiegel nicht seht. Ja, ich halte mal eine andere Palette davor. Ja, dann könnt ihr nämlich die Palette besser sehen. Schaut mal. Das sind die Farben. Ihr seht, ich habe damit auch schon gearbeitet. Ich habe dies schon, ja, geswatcht. Ich habe mit den Farben bereits schon was abgefilmt. Das werdet ihr auch demnächst sehen können. Und ja. Ja, mehr will ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich weiß nur, ja, es ist was sehr Schönes damit entstanden. So viel kann ich euch sagen. Und ja, und was ich toll finde, ich habe hier diesen ganz tollen Multichromton drin. Der ist wirklich sagenhaft schön. Auch die anderen Farben. Oh, diese Schimmerfarben sind ein Traum. Die sind wirklich ein Traum. Die matten Farben, meine Güte, auch so schön. Also optisch großartig, qualitativ kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, ne? Mir gefällt's. Ja, das kann ich euch dazu auf jeden Fall sagen. Aber dazu gibt es, wie gesagt, bald etwas mehr zu sehen. Und zu den anderen Paletten bin ich bisher noch nicht durchgedrungen, aber auch die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die nächste Palette ist die Spring Dragon Palette. Und zwar, das ist mit der Creatorin Judy. Judy. Ich kenne sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht kennt ihr Judy. So sieht die Palette aus. Auch wie gesagt, super schön. Also alles sehr pastellig gehalten. Sie selber weiß ich nicht, ob sie originalgetreu genauso aussieht. Das kann ich nicht einschätzen. Aber es sieht wunderschön aus mit diesem Drachen. Wow. Wow. Einfach nur wow. Oder? Ich find's sehr, sehr hübsch. Sehr, 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 sehr hübsch. Wow. Toll, 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 toll. Also wie gesagt, das Packaging ist großartig. Ich glaube, die meisten fanden das Packaging auch wirklich schön. Ich weiß nur gar nicht, ob die Paletten so sehr gekauft worden sind. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Das kann ich wirklich nicht sagen. So, auch hier decke ich mal wieder den Spiegel ab, damit ihr dann alles, ja, besser erkennen könnt. Ja, wartet mal, ich mache das mal so. Das sind hier die Farben. Auch hier hoffe ich, dass ihr das gut sehen könnt. Ich habe die Farben hier noch nicht geswatcht, also ich kann hier noch gar nichts sagen zur Qualität. Ich kann euch nur sagen, ich finde auch das Farbschema sehr, sehr schön. Das ist, genau, das ist dieses pastellige Farbschema. Ich glaube, diese Palette werden die wenigsten bestellen, glaube ich, weil wenige Menschen so richtig auf Pastell stehen. Und die meisten mögen ja eher, wenn Pastell auch mit dunklen Farben auch gemischt ist. Deshalb, ich glaube, die wird wahrscheinlich am wenigsten verkauft werden, gehe ich von aus. Leider. Pastellfarben finde ich ja persönlich super, super schön. Aber ja, ich finde es wirklich toll. Die Palette ist sehr gelungen. Ich finde es auch schön, dass dieser dunkle Braunton hier mit drin ist. Das finde ich, hier unten ist er. Finde ich sehr, sehr schön, dass ein Braunton drin ist. Ach, dieses pastellige Grün und dieses tolle Gelb. Also toll,
ganz, ganz toll. Wie gesagt, mehr dazu kann ich erst sagen, wenn ich es getestet habe. Aber ich finde es eine sehr, sehr hübsche Palette. Also wirklich toll. Also jetzt, wie gesagt, gerade für den Frühling, gerade Pastelltöne, Leute. Pastell. Ja, ich weiß, es war letztes Jahr so extrem beliebt, ne? Aber warum denn auch nicht, ne? Pastell ist halt Hammer. Wenn man gute Qualität oder wenn man eine gute Qualität in Pastelltönen hat. Ja. Nun ja, die nächste Palette ist die Earthwood Palette. Das ist mit Fancy Face. Fancy Face. Auch die kenne ich nicht. Ich kenne die Creatorin leider nicht. Ja, aber wunderschöne Palette. Ich finde sie so schön. Und wisst ihr, was ich so toll finde daran? Dass hier auch Schmetterlinge zu sehen sind. Ich muss selber nochmal gucken. Hier. Hier und da und diese Blümchen drumrum und oh, das sieht einfach nur hammermäßig aus. Also so richtig schön. Das ist ja die Earth Wood, ne? Wunderschön. Wunder, 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 wunderschön. Also wirklich, ach, ein Träumchen. Wirklich ein Träumchen. Ich finde die richtig hübsch. Richtig hübsch gemacht. Ganz, ganz toll. Wie gesagt, Packaging kann Odens Eye durch und durch. Und diese Palette ist eher die neutrale Palette für mich im Sinne von erdige Töne, die, glaube ich, viele kaufen werden, weil sie eben diese erdigen Töne hat und Grüntöne. Und das mögen ja halt auch sehr, sehr viele Menschen. Tendenziell, die es nicht so bunt mögen. Ich meine, gut, ich sehe heute auch nicht bunt aus, ne? Aber ihr wisst ja, ich laufe auch gerne bunt rum. Ja, so sehen hier die Farben aus. Wahnsinnig schön. Ihr seht, da sind viele Brauntöne drin. Das muss man mögen. Ja, das ist einfach so. Brauntöne muss man dann mögen. Hier sind, finde ich, aber auch schöne Farbtupfer dabei, ne? Also besonders diese Grüntöne sind wirklich toll. Oh, ich muss selber nochmal reingucken. Genau, hier gibt es dann noch ein Türkis, was unglaublich toll vom Schimmer ist. Oh. Und so toll, was ich hier in der Palette finde, ist, ihr habt so viele dunklere Farben da drin. Das ist genial. Das finde ich wirklich phänomenal. Sogar, ehrlich gesagt, finde ich phänomenal. Warum finde ich das phänomenal? Weil, ja, weil ich auch super gerne Looks verdunkle. Und hier habt ihr einfach die Möglichkeiten, Looks zu verdunkeln. Also ganz, ganz toll. Wirklich wunderschön. Auch hier werdet ihr sicherlich noch eine Review sehen in den Shorts oder ein Eye-Make-Up-Tutorial. Also ja, wenn euch dazu mehr ja, vorschwebt oder ihr besondere Wünsche habt oder so, schreibt es mir super gerne. Ja, ich versuche natürlich wie immer alles irgendwie umzusetzen. Diese Palette ist einfach sehr, sehr hübsch, wirklich. Also jede der Paletten ist wunderschön. Nun bin ich am Ende dieses Videos angekommen und was soll ich euch sagen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es sehr gefallen. Wenn ja, gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich nerv euch damit ein bisschen. Aber ich nerv euch auch nur, damit ich für mich erkennen kann, ob das Video bei euch auch gut ankommt. Weil, wie gesagt, das ist ein kleinerer Haul, das ist jetzt kein Riesenhaul. Und auch da möchte ich gerne wissen, kommt es bei euch gut an oder sagt ihr, nee, hat mir gar nicht gefallen. Und auch da gebt mir Feedback, was euch nicht gefallen hat oder so. Oder was ihr gerne anders sehen möchtet. Das hilft mir persönlich und hilft dann sicherlich auch anderen, die hier zuschauen. Genau. Und ansonsten abonniert mich super gerne, weil es kommt auf jeden Fall ein größerer Haul. Definitiv noch. Aber da warte ich noch auf ein paar Produkte. Ich denke mal, dass ich bis zum Ende dieser Woche, wenn ihr das Video hier seht, habe ich die Produkte hoffentlich schon und kann damit dann was filmen. Ansonsten drückt mir die Daumen, dass ich das alles jetzt bekommen habe. Zum Zeitpunkt X. Und ja, und dann kommt damit auf jeden Fall ein Video. Und ich freue mich schon total darauf. Und ja, wenn ihr euch auch freut, dann gebt dem Video, wie gesagt, den Daumen nach oben. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, damit ihr keines dieser Videos verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch einfach alles Gute. Bleibt gesund. Ja, passt gut auf euch auf. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Habt euch wohl. Bis dann. Ciao.